Bewegende Abschiedsszenen schon vor dem Anpfiff. Die nach Hoffenheim wechselnden Holger Stanislawski und sein Co-Trainer André Truelsen werden minutenlang gefeiert für ihre 18 und 25 Jahre währende Vereinstreue und für ihre Leidenschaft und natürlich auch für ihre Erfolge. Dafür gibt's das Bekenntnis: You'll never walk alone. Recht so spielen wir Fußball. St. Pauli mit Minimalchance auf den Relegationsplatz. Bayern will Platz 3 sichern. Die Gäste also in Weiß mit Gustavo für Badstuber. Ansonsten wie beim Sieg gegen Schalke. Erste Chance, Robben. Da waren erst wenige Minuten gespielt mit viel Platz der Holländer. Kein hohes Tempo. Bayern sagt, wo es lang geht. Toran mit diesem Patzer. Gomez ist dazwischen. Und schon steht es 0:1, 10. Minute. Was für ein Geschenk für Mario Gomez, aber auch was für eine Leichtsinnigkeit von Toran. Das kann man weder in der ersten Liga machen, noch in der Kreisliga. Und Gomez hat dann natürlich auch Glück, dass der Ball von Kessler wieder zu ihm springt. Kessler heute im Tor wieder reinrotiert sozusagen für Benedikt Pliquet. Und St. Paulis Trainer schon früh genervt, seine Elf mit naivem Defensivverhalten. Die Bayern führen pflichtgemäß, St. Pauli rückt ein Stück näher an den Abgrund. Schweinsteiger, Ribéry, wieder Schweinsteiger und fast schon das 0:2. Die Gäste bekommen in dieser Phase sehr viel Platz gewährt vom FC St. Pauli. Dort schon eine gute halbe Stunde gespielt, Eckstoß Bayern mit Arjen Robben. Der weiß, wo dieser Ball hin muss. Zu Van Beuten. 0:2. Zweites Saisontor für den Belgier. Wieder sieht St. Paulis Abwehr schlecht aus. Bestimmt schwer zu verteidigen, dieser Eckstoß gegen den Riesen Van Beuten. Aber es ist eben auch kein Zufall. Es ist schon das 12. Gegentor nach Ecke. Bayern wechselt verletzungsbedingt Gustavo aus. Für ihn jetzt wieder Badstuber in der Innenverteidigung. Bester Spielzug von St. Pauli bis hierher. Und Butt klärt. Pariert diesen Schuss von Dennis Daube. Hat er gut gemacht, Hans-Jörg Butt, der ja seinen Vertrag bei den Bayern um ein Jahr verlängert hat. Pause 0:2, Bayern souverän, mit wenig Aufwand klar besser, das freut die Bosse, gab ja nicht so viel zu lachen in dieser Saison. Stanislawski bringt dann Ebbers und Kruse für Taki und Torrand, um einen würdigen Abgang zu ermöglichen. Und tatsächlich St. Pauli zu Beginn der zweiten Hälfte stärker, Asamoah hier mit dem Kopfball. Insgesamt aber St. Pauli in der Offensive wieder zu zackhaft. Ballverlust der Bayern. Dann geht es vergleichsweise schnell über Daube, Kruse und dann kommt Lechner ins Spiel. Der hat einen ordentlichen Wumps und touchiert auch noch die Querlatte. Pech für St. Pauli in dieser Szene. Bayerns Coach Andries Jonker, er hat aus der Truppe wieder ein Team gemacht. Und das merkte man an diesem heutigen Nachmittag. St. Pauli hatte sich dann erstmal ausgetobt. Bayern mit Robben, der da nachhakt und beharrlich ist, den Ball gewinnt. Ein ganz einfacher Spielzug. Und da ist das 0:3, 52. Minute. Ganz bitter für St. Pauli, die werden hier vorgeführt. Und jetzt ist das Spiel auch eigentlich schon entschieden. Ehrenwert, wie Robben da beharrlich ist, nachhakt und dann ganz einfach diesen Ball reinspielt. Tor Nummer 26 für Mario Gomez. Rekord eingestellt von Karl-Heinz Rummenigge aus der Saison 83-84. Das Spiel also durch. Hier sehen wir Karl-Heinz Rummenigge nochmal. Aber es ist noch längst nicht alles. Bayern hat noch nicht genug. Hier kommt Ribéry. In aller Seelenruhe können sie sich den Ball zuspielen. Müller ist da. Robben, 0:4. Bittere Momente, bittere Minuten für die Hamburger, die sich hier ordentlich verabschieden wollten. Aber das gelingt ihnen hier in keiner Weise. Die Bayern machen mit ihnen, was sie wollen. St. Pauli bricht auseinander. Da geht nichts mehr.
gar nichts. Zwischendurch wird es auch noch mal hektisch. An der Seitenlinie Bartels und Ribéry streiten sich um den Ball. Bei diesem Spielstand auch völlig sinnlos. Ribéry mit einer blöden Geste. Finn Bartels muss sich nicht hinschmeißen, hat auch rumgezickt. Beide kriegen gelb. Ribéry nächste Woche gesperrt. So, und Kessler will auch nochmal in den Fokus der Kameras und der Zuschauer. Fehler hier von ihm. Klose mittlerweile eingewechselt. Und Ribéry macht es. 0:5. Eine Demütigung am Millern-Tor. Das haben sie nicht verdient, so wie sie diese Saison gespielt haben. Zuletzt ja aus 10 Spielen nur ein Punkt. Und Thomas Kessler, dem ist eigentlich nicht viel vorzuwerfen. Aber auch hier ist das natürlich viel zu lässig. 0:5. Ganz, ganz bittere Momente. Gomez muss das Ding hier natürlich schon machen. Ribéry ganz plitsch. Ganz bitter für St. Pauli. Freistoß. Und Egger mit dem Ehrentreffer. 1:5. Immerhin ein Ehrentreffer, der nicht wirklich ehrenvoll ist. Aber immerhin kann sich St. Pauli an diesem Tag zumindest einmal feiern lassen. Aber Bayern kennt keine Gnade und St. Pauli stellt sich selten dämlich an. Ganz viel Platz, Ribéry kann machen, was er will. Robben, wunderbar, ja bislang nicht als Kopfballspezialist hervorgetan, aber das macht er hervorragend. 1:6, eine verheerende Niederlage bahnt sich an dafür St. Pauli und Bayern macht noch nicht mal richtig ernst. Sie müssen einfach nur auf die Fehler warten. Hier der Ballgewinn von Klose. Robben ist da und Gomez. 1:7, Tor Nummer 27 und jetzt hat er den Rekord sogar gebrochen. Mittlerweile hat man sogar Mitleid mit St. Pauli bei dieser Vorführung. Und Mitleid ist ja so ziemlich das Schlimmste, was man als Mannschaft erfahren kann. Eine Demütigung für St. Pauli vor eigenem Publikum und die Hamburger sind immer noch nicht erlöst. Schon wieder eine Überzahl, schon wieder Ribéry und 1:8. Die höchste Heimpleite in St. Paulis Bundesliga-Geschichte ist perfekt und der höchste Auswärtssieg in Bayerns Bundesliga-Dasein auch. Das macht dann natürlich auch richtig klasse. Ein völlig frustrierter Stanislavski beim Abpfiff. Vielleicht der bitterste Moment in seiner Laufbahn hier. 1:8, das heißt, ihr, St. Pauli, gehört nicht in die Bundesliga. Ihr gehört hier einfach nicht her. Die Bayern aber sind happy. Platz 3 ist sicher. Aber jetzt geht ja sogar noch mehr. Wie groß sind die Steine, die Ihnen heute vom Herzen fallen? Ja, die sind nicht so groß. Ich habe immer die Überzeugung gehabt, dass wir das Ziel erreichen würden. Aber ich habe nicht erwartet, dass das jetzt schon passieren würde. Für uns war es Pflicht, einfach Dritter zu werden. Der Druck war enorm groß. Wir wollten nächstes Jahr Champions League spielen. Der Verein braucht es, die Fans brauchen es, München braucht es. Ich glaube, der deutsche Fußball braucht es auch, dass eine Mannschaft wie Bayern München in der Champions League spielt. Wir holen keinen Titel. Das ist grundsätzlich nicht das, was wir uns am Anfang einer Saison immer vornehmen. Aber so wie die Saison jetzt verlaufen ist, ist der dritte Platz okay. Und jetzt warten wir mal ab, ob vielleicht noch was obendrauf kommt. Gucken Sie so ein bisschen zumindest auf Platz 2. Ja, wie so ein bisschen. Und hoffen natürlich dann auf Freiburg. Mal schauen, ob der neue Trainer dann der Leverkusener, was er tun wird. Ob Leverkusen damit dabei sein wird oder nicht. Wir müssen gewinnen gegen Stuttgart, das werden wir versuchen, das werden wir tun. Uli Hoeneß war der Retter 2003. Heute hat sein Verein St. Pauli gezeigt, wo oben und wo unten ist.